Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Sandhausen und dem 1. FC Heidenheim. Entstand 1:2 hier im BWT-Stadion am Hartwald vor 4.778 Besuchern. Begrüßen darf ich ganz herzlich unseren Gast Frank Schmidt und unseren Trainer Uwe Kuschinath. Frank, dir das erste Wort zum Spiel. Ja, danke schön. Guten Tag zusammen. Anders wie noch vor ein paar Wochen im Pokalspiel war es heute Sandhausen, die Initiative übernommen haben von Beginn an. Wir haben Fehler im Spielaufbau gemacht, haben keinen Zugriff gehabt auf zweite Bälle. Sandhausen war gefühlt in der Anfangsphase immer einen Schritt schneller. So auch beim 1-0 Abstoß von uns, kam postwendend zurück. Sicherlich auch ein schönes Tor, ein Sonntagsschuss. Gut war, dass wir dann eben nicht das 2-0 kassiert haben und uns vor der Halbzeit mal kurz 15 richtig gute Minuten in der Offensive gereicht haben, um das Spiel dann zu drehen. Zweite Halbzeit, wir wollten nicht so tief stehen, wollten aber kompakt sein und wollten auch mit Konter für die Vorentscheidung sorgen. Ich glaube, dass wir ein, zwei Szenen überstehen mussten, wo es richtig gefährlich hätte werden können. Insgesamt waren wir aber gut verteidigt, auch wenn wir, wie gesagt, zu tief gestanden sind in der einen oder anderen Situation. Aber die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft, wollte diesen Sieg unbedingt holen. Ich habe ja auch zur Halbzeit gesagt, wenn man so Charakter zeigt und dann nach einer schwachen ersten halben Stunde so zurückkommt, dann muss man alles dafür tun, um am Ende dann auch ein Ergebnis zu haben. Und dass heute nicht alles in der Offensive im Herausspielen der Kontersituationen so selbstbewusst war wie in vielen Wochen davor, lag sicherlich noch am Ergebnis von letzter Woche. Wichtig für uns, dass wir die 3 Punkte geholt haben, dass wir uns jetzt ein weiteres Polster nach unten verschafft haben. Und deswegen Glückwunsch an meine Mannschaft. Wir haben heute gekämpft, wir haben uns gewehrt. Und das war heute sicherlich das Wichtigste, weil so ein Spiel wird dann am Ende des Tages nicht nur über Fußball entschieden. Koschi, alles Gute für die nächsten Wochen. Dankeschön. Ja, dankeschön, Frank. Uwe, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, Glückwunsch nach Heidenheim. Ich glaube, ich kann das Spiel aus der umgekehrten Situation dann sehr, sehr ähnlich kommentieren. Allerdings logischerweise mit den Faktoren, die für uns aus unserer Sicht spielbeeinflussend waren. Tatsächlich ist es so, dass wir aus meiner Sicht wirklich eine unheimlich gute Körpersprache, eine sehr, sehr gute Handlungsweise an den Tag gelegt haben in den ersten Minuten. Unser Spiel war zwar einfach, aber sehr, sehr klar strukturiert. Und dadurch haben wir uns schon ein Übergewicht erarbeitet. Ich habe viele gute Momente um den Strafraum herum gesehen. Wir haben ein spektakuläres Tor zum 0:1 gesehen. Und mit Sicherheit ist es in der ersten halben Stunde so, dass er ein zweites Tor für uns in der Luft gelegen hat, als der Ausgleich. Dann sind für mich 3 Faktoren entscheidend, warum dieses Spiel gekippt ist, und ich will es wirklich nur aus unserer Sicht kommentieren. Faktor Nummer 1, wir haben aus meiner Sicht der vordersten Linie der Heidenheimer viel zu viele Möglichkeiten gegeben, relativ einfach zu verteidigende Bälle sicher zu machen und abzulegen. Dadurch sind wir nicht mehr so früh in Ballbesitzsituationen gekommen, sind häufiger gegnerischen Angriffen nachgelaufen. Das hat zwar noch über einen relativ langen Zeitraum immer ganz gut funktioniert, indem wir so auf der letzten Linie die Angriffe und Flanken der Heidenheimer abgefangen haben, aber zumindest hat sich die Spielanlage und damit die Spielstruktur geändert. Der zweite Punkt, der mit Sicherheit zu erwähnen ist, ist, dass wir aus meiner Sicht sehr, sehr viele Kontersituationen in dieser Phase leichtfertig haben liegen lassen, wo es tatsächlich nur nötig war, irgendwo nochmal sauber den Raum zu treffen. Das haben wir in der Anfangsphase deutlich besser gemacht. Dadurch hat die tatsächliche Entlastung gegen einen in der Phase, finde ich, relativ offenen Gegner aber komplett gefehlt. Und natürlich müssen wir am Ende darüber reden, dass wir im Zentrum dann eigentlich schon sicher abgefangene Bälle, aber auch immer wieder den Heidenheimern zum Geschenk gemacht haben. Ich glaube, symptomatisch ist das 1:1, wo wir mehrfach die Möglichkeit hatten, den Ball sauber zu klären und einen Gegenangriff zu starten. Und das Gegenteil kommt dann heraus, dass wir dann so kurz vor der Pause sogar noch den Genickschlag hinnehmen müssen zum 1:2. Das hat ja absolut in der Luft gelegen, weil schon vorher war die Standardsituation brandgefährlich und ist erst in letzter Sekunde verteidigt worden. Und das bei einem Eckball, von dem ich mal behaupten würde, Frank, der ist so flach reingeschlagen, mit Sicherheit nicht geplant gewesen. Insofern sieht man, da hat dann einfach die Handlungsweise von uns nicht mehr so gepasst. In der zweiten Halbzeit habe ich tatsächlich noch mal 10 richtig starke Minuten gesehen.
wo wir den Ball unheimlich schnell gemacht haben, wo wir auch geduldig den Gegner bewegt haben. Da gab es einige Möglichkeiten, wo wir irgendwo immer so am letzten Heidenheimer gescheitert sind, wo wir zum Teil im Abschluss etwas ungenau waren, aber das war eine vernünftige Strategie, um das Spiel noch zu drehen. In der letzten Viertelstunde war es leider mehr der Mut der Verzweiflung, das muss man so deutlich sagen, da haben wir dann mehr so die brachiale Art gewählt und da hat natürlich Frank auch durch die Umstellung mit noch einem großgewachsenen Innenverteidiger, einer sehr, sehr körperlich starken letzten Linie natürlich dann auch eine ideale Konstellation, um das zu verteidigen. Da muss man ganz klar sagen, dass wir natürlich bis zur allerletzten Sekunde bemüht waren, das Spiel noch zu drehen. Aber dann haben wir nicht mehr so die richtigen Mittel gefunden, um tatsächlich nochmal wirklich gefährlich zu werden und hier zumindest einen Punkt mitzunehmen. Ich bin tief, tief traurig, ich habe das vorher gesagt. Wir wollten hier eine absolute Derby-Mentalität an den Tag legen, eine Mentalität, bei der jedem im Stadion klar wird, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Das hat die Mannschaft von der ersten Sekunde an hervorragend umgesetzt. Und deswegen bin ich immer noch auf der Suche, auf welchem Weg wir in die falsche Richtung heute abgebogen sind. Ich glaube, so muss man das formulieren. Dankeschön. Danke, Uwe. Haben Sie Fragen? Wolfgang Brück, Rhein-Neckar-Zeitung. Bei der Suche nach dem falschen Weg könnte da ein Ansatz des 1:1 sein. Der Ball war abgefälscht. Schien mir trotzdem nicht unhaltbar. Wie haben Sie das Tor gesehen? Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Schussposition dann, glaube ich, eine war, wo der Torwart prinzipiell erstmal eine ganz gut freie Sicht hatte. Aber ich glaube, Sie haben es gerade erwähnt, wenn man sich dann auf die Flugbahn einstellt und der Ball wird nochmal verändert bei diesen Platzverhältnissen, dann ist das sehr, sehr schwierig, dort nochmal sauber zu reagieren. Deswegen aus meiner Sicht war es schon so, dass der Ball auch richtig viel Speed hatte und in letzter Sekunde, glaube ich, zumindest noch mal die Flugbahn verändert hat. Da ist es dann schon schwierig zu sagen, das ist ein Torwartfehler, jedenfalls aus meiner Position. Ich habe es jetzt auch nicht irgendwo auf den Fernsehbildern gesehen. Deswegen war meine erste Reaktion eigentlich nicht, wir müssen darüber diskutieren, hat der Torwart einen Fehler gemacht, sondern wir müssen darüber diskutieren, warum klären wir die Situation nicht vorher, wir hatten festen Ballbesitz. Hier vorne noch eine Frage vom Kollegen. Edgar Deibert, Heidenheimer Zeitung. Herr Schmidt, zwei Personalfragen. Einmal der Niklas Dorsch, wahrscheinlich ausgewechselt, weil er verletzt ist. Was hat er, wenn, falls? Und vielleicht noch zu Dennis Tomalla ein Wort. Wie fanden Sie dessen Leistung? Also zunächst mal war es so, dass wir uns grundsätzlich in der Halbzeit schon überlegt haben, was zu verändern. Klar, wenn man sieht, dass viele hohe Bälle kommen, dass es viele zweite Bälle gibt, Niklas Dorsch gelb, dann noch Arne Feig, gelbe Karte, dann noch Nico Dovedan gelb vorbelastet. Und ich habe mit ihm gesprochen, dass er sich das wirklich auch zutraut, da Verantwortung zu übernehmen, damit gut umzugehen, weil klar, auf der Sechserposition, dann kann man nicht aus dem Zweikampf wegbleiben. Zusätzlich hat er bei dem Foulspiel kurz vor der Halbzeit am Knie hat er Probleme, die dann wieder letztendlich dann während der zweiten Halbzeit dann ein bisschen schlimmer geworden sind. Aber kurz vor der Auswechslung kam es eben zu so einem Zweikampf, wo er einmal zu spät gekommen ist. Und ich glaube, dann nochmal zu spät kommen bedeutet nächste gelbe Karte und einmal weniger. Und das wollte man vermeiden. Verletzt war er auch noch. Von daher hat es Doppelgrund gegeben, ihn da letztendlich dann auch auszuwechseln. Und Dennis Tomalla, nicht nur heute, auch das letzte Spiel, die letzten Wochen, unheimlich fleißig, überall zu finden, haut sich überall rein. Musste unheimlich viel heute in der Defensive mitarbeiten. Uwe hat es gesagt, wir haben schon auch dafür gesorgt, dass vielleicht die schnellen, tiefen Bälle nicht möglich waren. Lag insbesondere an den zwei Stürmern vorne, Nico Dovedan und auch vor allen Dingen Dennis Tomalla, die sehr, sehr viel gelaufen sind. Und deswegen hat für Entlastung gesorgt, hat immer dann auch eine Idee gehabt, hat nicht jeden Zweikampf gewonnen, hat auch nicht jeden Ball zum Mann gebracht, aber insgesamt muss man wirklich sagen, wenn man bedenkt, dass er am Anfang der Saison keine Rolle gespielt hat, er sich überhaupt nicht beschwert hat, sondern gesagt hat zu uns, er wird so trainieren, dass wenn seine Chance kommt, dass er die nutzt und das kann man ihm nur ganz hoch anrechnen und deswegen in den letzten Spielen für uns ein sehr wichtiger Spieler. Dann danke ich allen ganz herzlich, wünsche unseren Gästen aus Heidenheim eine gute Heimfahrt und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön.